Lilo. Einige der Zuschauer haben gut aufgepasst. Mittlerweile ist etwas komisch geworden, Ubuntu runterzuladen. Warum ist es komisch geworden? Ubuntu, komm. Na gut, jetzt wird's natürlich alles etwas überdeckt. Momentan zum Zeitpunkt dieses Videos durch die Ubuntu Phone Geschichte. Na, jetzt ist das ganze Ding auf Englisch. Und die deutschen Zuschauer wissen vielleicht nicht, wo sie klicken müssen. Get Ubuntu 12.10. Gut, jetzt wollen wir für ein Desktop-PC, was ich benutze, ist ein nichts anderes als ein Desktop-PC. Da könnte man drauf gehen, ne? Download und choose Ubuntu 12.10. Jetzt wollen wir die neueste Version haben. Hier ist noch die LTS, die Langzeitversion, ne, mit Langzeitsupport. Und wenn wir jetzt die neueste Version haben wollen, Ubuntu 12.10, vielleicht sogar eine 64-Bit-Version, dann könnten wir hier draufklicken. Ne? Schauen wir mal. So, jetzt geht es los. Wir achten hier drauf, hier Bits 64 Release gleich Latest, also Ubuntu 12.10 in dem Fall. Wo kommt man hin? Jetzt kommt man im Moment auf viele Dollarzeichen, als möchte man irgendwas bezahlen müssen. Und da brechen dann einige ab. Brauchen wir nicht, ne? Not now. Take me to the download. Wie gesagt, wir merken uns hier mal Bits 64 Release gleich Latest. Weil es passiert dann manchmal was Komisches. Jetzt sollte der automatische Download starten, der es dann auch tut und dann alle Downloads anzeigen. Sieht man aber hier, dass hier Ubuntu 12.04, und zwar als i386, heruntergeladen werden soll. Und das wollen wir gar nicht. Ne? Quatsch. Ja, gut, jetzt stimmt also dieser Download-Link nicht. Löschen. Zurück. So. Thank you. Jetzt müssten wir eigentlich das hier mal, diesen Download Now Link, uns mal kopieren, Adresse des Links kopieren, weil der stimmt nicht, ne? Fügen wir den mal ein. Zumindest bei mir nicht zum Zeitpunkt dieses Videos. So, Bits gleich, machen wir ja nochmal 64-Bit-Version, will ich haben. 6.4 und Release gleich, nicht die LTS, sondern, Latest. Ne? Gut, jetzt haben wir also diesen Download-Link angepasst. Ubuntu.com, Start, Download, Distro, gleich Desktop. Desktop-PC. 64-Bit-Version will ich und ich will die letzte Version, das ist Ubuntu 12.10, zum Zeitpunkt dieses Videos drücke ich drauf. Und jetzt wird da was runtergeladen und jetzt alle Downloads anzeigen. Und jetzt sehen wir Ubuntu 12.10, Desktop, AMD 64, ISO. Und deshalb dieses kleine Video. Falls das auch bei euch mal auftreten sollte. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Bleibt mit freundlichen Grüßen und tschüss.